Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Munibär Mark. Heute ist unser 10. Tag der 100-Tage-Challenge und es ist der 25.09. und wir drücken dich an. Ja, ich zeige euch noch die Liste. Es ist jetzt ein Tag her. Also, ja gut, okay. Ich habe gestern Mittag, glaube ich, gespielt. Oder um 2 Uhr rum, keine Ahnung, Mann. Auf jeden Fall sind wir noch komplett schön drin. Also, wir sind bei Tag 10 und das passt schon alles. Und ja, wir haben jetzt in letzter Zeit wieder viel gewonnen. Und ja, ich hoffe, das wird sich weiterziehen. Und mal sehen, was wir spielen. Also gegen Zerg habe ich mir jetzt eine neue Bildorder rausgesucht. Aber die habe ich noch nicht drauf. Also mal gucken, ob ich sie spiele. Aber wir spielen erstmal gegen Terraner. Also spielen wir erstmal unser Standard-Bildorder weiter. Ah, gegen Terraner gibt es auch ganz viele andere schöne Bildorder. Da habe ich schon ein paar Sachen gesehen jetzt mittlerweile im Internet. Also ich gucke ja auch bei anderen YouTubern gerne vorbei. Und ich lerne auch viel von denen. So, wir spielen gegen Terraner, also wollen wir unten nicht wallen oder oben nicht wallen. Bauen ganz normal bei uns. Scouten für Cheese. Und hoffen, es wird ein angenehmes Spiel gegen den Terraner. Er droppt es nicht zu sehr. Das ist jetzt alles schön Standard. Nehmen gleich die beiden Gase. Und ich muss immer noch husten. Aber es wird langsam besser, also. Sagt da und hustet noch mehr. Also, dass der gerade rauskam, war ein bisschen seltsam. Und dass er noch keins hat, ist auf jeden Fall kein Gas. Ach, das wird ein Marine All-In. Oh. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Bin trotzdem weiter Standard. Okay. Da kann man ja auch mit einer Base töten. Was haben tut, wird er noch nichts haben. Außer hat irgendein Proxy gespielt. Was ich gerne rausfinden möchte vorher. Aber das habe ich auch noch nicht gesehen, dass ein Terraner Exe First spielt. Damit wird ja eigentlich alles delayed. Wir bauen auf jeden Fall zwei Stalker. Und ziehen dann nochmal zwei Stalker hinterher. Ohne Boost, wenn man so hoch geht. Und dann machen wir einfach Schaden. Wie gesagt, ich habe noch nirgendwo was Proxy-mäßiges gefunden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann gleich einen Bunker bauen kann. Wir nehmen jetzt gleich die Echse. Du baust mir jetzt hier gleich meine Echse. Mir nicht vorstellen, dass er damit weit kommt. Jetzt schon einen Bunker hat, weiß ich nicht. Den wird er nicht haben, denke ich. Gar nicht hat er. Marine. Ja, das ist eigentlich schon durch.
Chichi. Oh. Ich hätte eigentlich weiter mein Makrozeug machen sollen. Also. Aber ja, da haben wir glatt das Spiel gewonnen. Und wir sind endlich über 4000 MMR. Endlich haben wir es geschafft. Keine Ahnung, was das von ihm mehr war. Einfach auf komm, nichts, komm raus, einfach meine CC zu bauen. Na gut, ich würde sagen, wir drücken weiter an. Und spielen gegen den nächsten. Oh, ich muss schon wieder die ganze Zeit husten, ey. Ich versuche mich immer ein bisschen wegzudrehen vom Mikrofon, aber es ist nicht so einfach. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das ein bisschen. Ich denke mal, ab spätestens nächste Woche ist wieder komplett alles im Reinen. So, ja, der war eigentlich, wie gesagt, der war nicht so gut. Hat mich ein bisschen gewundert. Weil der hat ja drei Echsen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum man das spielt. Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. So, wir spielen gegen Zerg. Oh, jetzt kommt's. Jetzt muss ich mal ein Bild ausprobieren. Puh, Zerg. Also gegen Zerg jetzt verliere ich das halt echt. Echt. Sobald sogar Zerg einen Lurker hat, ist es meistens vorbei. Und vor allem, die spielen mittlerweile so einen Kram. Die kann man, also wie hier, also Mutas, das spielen die noch zusammen. Ja, wer ist nicht die immer rausspucken, die kleinen Viecher rausspucken? Die Locus ausspucken. Wer sind die denn? Wer ist die denn? Wie heißen die denn? Schwarmwörter, genau, Schwarmwörter heißen die Dinge. Swarmhorst in Englisch. Genau, die spielen Mutas, Swarmhorst und hast du nicht gesehen. Also das habe ich echt schon. Das ist echt krass mittlerweile. Also. So, Evan, er hat auf jeden Fall keine Echse. Na, das wird ja wohl ein toller Push. Six Pool. Dann wollen wir doch was anderes. Spielen es doch ein bisschen anders. Ach, shit. Wir spielen doch unseren Standardbild, weil damit kann man den besser verteidigen. 6 Pool. 12 Pool heißt das Ding. Wir bauen auf jeden Fall einen Bersi vorher noch. Wir brauchen unbedingt Pylonen. Ich weiß nicht, ob wir noch einen zweiten Bersi bauen. Aber ansonsten halten wir uns erstmal so, wie wir es immer spielen. So, und dann bauen wir auch gleich noch ein. Es könnte alles sein, was da kommt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Deswegen auch müssen die Adepten trotzdem mal vorgucken. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Und auf jeden Fall zwei Stalker. Kann man nicht schlecht. So soll es geschehen. Hor Salah. Niemand kann uns. Sollen eigentlich safe sein. Können wir eigentlich jetzt unsere Echse nehmen. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Vorwärts. Die Templer rücken vor. Unser Denken gleicht sich. Für den Ruhm. Gebt uns einen Auftrag. Na, hat sie überlebt. Sehr schön. Ich bin das Herr. Ihr seid auf mich angewiesen. Nee, du bleibst da schön stehen. Ja.
Dritter hat er auf jeden Fall noch nicht gehabt, glaube ich. Den trotzdem mal scouten. Da wird er auf jeden Fall nicht reinkommen. Was haben wir eigentlich gesehen? Kein Doppelgas, einfaches Gas. Hat auf jeden Fall eine dritte jetzt. So, wir müssen auf jeden Fall gucken, was er baut. Das ist wichtig zu wissen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wie ihr Büff. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Man sieht doch nicht viel. Weil wir unsere Kolossotech woanders hingestellt haben. Roaches, eindeutig. Shit, zu spät. Ich bin hier in den Schatten. Spire. Oh, scheiße. Genau das meine ich. Zerg kann halt irgendwie auch irgendwie alles bauen zurzeit. Ich weiß nicht warum. Erfolgreich. Pylon wird angegriffen. Ich bin hier in den Schatten. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt mehr Vespingas. Zu wenig Gas. Wir brauchen langsam eine Echse. Teleportation erfolgreich. Teleportation. Mein Leben für Ajur. Ich füge mich. Verstanden. Mineralienfeld erschöpft. Für die Ehre. Ananport. Oh. Die Himmel warten. Zeit für den Kampf.
unser Dienst. Teleportation erfolgreich. Sie brechen durch. Ich durchstreife die Galaxis. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Verstanden. Charazul, du Templari. Ich füge mich. Barbara. Oh, Overlords. Sie brechen durch. Zeit für den Kampf. Warpfels online. Auf den Schwingen der Gerechten. Ich durchstreife. Ich sehne mich. Sie brechen durch. Siradek, Krayor! Charazul, oh, das ist anstrengend. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Zeit für den Kampf! So, wollen meine Echse mal hier binden. Verstanden. Barbarasch. Ich durchstreife die Galaxis. Für die Ehre. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein paar Overlords finden. Naja, schön. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Verstanden. Aber rasch. Ich füge mich. Für die Ehre. Oh, wir sind sowas von Obermint. Ach ja. Ich sehne mich nach dem Kampf. Charazul, du Templari. Ich durchstreife die Galaxis. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. So, brauchen wir auf jeden Fall Upgrades. Und unbedingt langsame Truppen. Mein Leben für Ajur. Hat auf jeden Fall schon eine dritte, eine vierte. Die müssen wir jetzt gleich mal crushen. Mach mal auch. Hab ich Overseer? Ne, hab ich nicht. Ist nicht schlimm. Er weiß, dass wir kommen. Shit. GG. Oh, endlich mal ein Zerg besiegt. Puh, anstrengend. Auch die hat zwei Zerg. War auf jeden Fall gute Zerg. Aber mit Link hätte, die Linke hätte er nicht sein lassen können am Anfang. Und wir hätten mehr Makro müssen zwischendurch. Ich würde sagen, ein spielen wir noch. Und dann reicht's für heute. Habe ich schon genug StarCraft gespielt eigentlich. Dass ich mein DT, also ich wollte einen DT Immortal Push, Drop spielen. Den habe ich nicht gespielt, weil er den Pool First genommen hat.
Weil sonst wäre ich ein, ja gut, ich weiß nicht, ob ich den Safe aufs Safe geschafft habe. Aber das habe ich mit dem noch nicht verteidigt, deswegen habe ich es lieber gelassen. So, wir spielen Protoss. Da haben wir wirklich alle drei Races durch. Sehr schön. Oh nein. Das war zu schnell. Protoss möchte anscheinend nicht gegen Protoss spielen. Da haben sie irgendwie keine Lust mit den Leuten, hä? Oder halt, er ist Meister, genau, und will sich runterranken. Ich weiß nicht, warum man das macht. Ja, er rankt sich runter. Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter ist. Schlechteres MMR gegen schlechtere Spieler einfach mal zu gewinnen. Und wir spielen schon wieder gegen Zerg. Also ich finde das nicht gut, dass das Leute machen. So, gut Luck, erfahren. So, wir nehmen wir wieder unten Pylone. Das ist nicht dasselbe. Nein, es ist nicht dasselbe wie vorher. So. Vielleicht können wir jetzt mal die T-Push spielen. Der Unterschied ist halt einfach nur, dass ich halt keine 2-Gates, also kein 2-Gates nehme. Sondern jetzt Gas einmal, dann die Echse. Oh ne, ich könnte auch nicht. Okay, nein, wir spielen normal. Weil er hat cool gespielt. Ja, eindeutig. Dann spielen wir normal. Dann müssen wir uns auf jeden Fall sichern. Hier da unten habe ich schon eine Sonder. Wir brauchen auf jeden Fall einen Versi zuerst. Also er geht ja komplett. Den Pylonen? Irgendwas passt mir gerade nicht. Achso, weil ich den Bersi baue. Klar. Kommen auf jeden Fall schon Linge. Hat Pylone gebaut. Niemand kann uns aufhalten. So, wir nehmen jetzt auch immer die Echse. Also bauen wir mal keine weiter. Wir dienen mit Stolz. Keiner da. Vorwärts. Nur die Gläubigen fürchten nicht. In die Schlacht. Wir sind Na? Ajur wird erneut unser sein. Unser Denken gleicht sich. So soll es geschehen. Hat auf jeden Fall viel gekostet, mir aber auch, weil ich habe viel zu wenig gemacht. Muss auf jeden Fall noch üben nebenbei zum Makron. Was ist euer? Den Ovi holen wir uns noch. Komm, wie kriegen wir den noch? Ich
Na, ja, wenn er den so weiter rallyt, kriegen wir den auf jeden Fall noch. Schnell zurück. Und boosten nochmal unser Worker. Und sind natürlich offen wie ein Scheunentor, was total dämlich ist. Muss unbedingt scouten, was er macht. Haben wir auf jeden Fall schon ordentlich Echo gekillt. Eine dritte oder was? Ja, Standard hat er. Hydras. Dann nehmen wir eine Echse. Hydras und Roaches. Kompo jetzt oder was? Also nicht saturiert, dann kommt er jetzt an. Oh, hab ich es gerade aus Versehen? Ja, hätte ich fast. Aus Versehen das Falsche gebaut. Deswegen draus. Overlord wollen wir noch, Koloss wollen wir noch nicht zeigen. Wo sind seine Army? Ich will meine Kolosse nicht auf der richtigen Taste. Unbedingt Upgrades. Ein bisschen Schiss, deswegen brauche ich lieber hier noch ein paar. Kolosse. Hat halt noch nicht viel, hat auch noch keine. So, kommt anscheinend jetzt. Gehen wir mal entgegen. Da steht er.
geht's. Dies müssen wir in einem Energiefeld platzieren. Okay, weiß, dass wir kommen. Nehmen wir auf jeden Fall noch eine Echse. Mein Leben für Ajur. Forschung abgeschlossen. Mein Leben für Ajur. Schön, dass er alles einzeln rein rallied. Eure Sonden werden angegriffen. Mein Leben für Ajur. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Blink mitnehmen. Mein Leben. Lasst unsere Sonne unsere Herrschaft. Meine Herrin, wir stellen uns der Dunkel. Nicht genügend Energie. So, wir brauchen auf jeden Fall langsam eine Echse. Da ist noch gar keine. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Erleuchtet mich. Ich hasse Zerg. Die rennen einfach immer nur weg. Sind einfach viel zu schnell, finde ich. Irgendwo im Rupfissen gehört, da ist. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. So, jetzt aber. Hier müsst zusätzliche Pylonen. Basis wird angegriffen. Hier müsst zusätzliche Pylonen bauen. Eure Sonden werden angegriffen. Angegriffen.
GG. Oh, puh. Gegen Zerg finde ich das absolut anstrengend. Sorry, dass ich nicht so viel sagen kann, aber das ist echt... Boah, ein Fummelarbeit, ey. Hier, da ein Angriff, dort ein Angriff. Wir rennen dann einfach mit dem Hydras weg. Der Toss Army ist eh zu langsam. Boah, wow, ein anstrengendes Spiel, also muss sagen. Aber es wird langsam gegen Zerg. So war auch der Spieler. Warte mal, wie viel hatte der? Ja, weniger als wir, das ist schon mal gut. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Und ja, wir haben es geschafft, über 4000 zu kommen. Mal gucken, ob wir morgen über 4100 kommen. Und wir lernen uns langsam der Dia 1 Liga. Also fast die Hälfte haben wir fast voll. Wir brauchen 4280. Ja, mal gucken, ob wir es in einer Woche schaffen. Ich bin gespannt. Dann würde ich sagen, tschüss und bis dahin, euer Motive. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss.